willkommen zu unserem Taekwondo Intense Workout. Du schlägst hier wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, und zwar Fitness und Selbstverteidigung. Ich werde dir die einzelnen Übungen auch entsprechend gut erklären. Also auch wenn du noch nicht Taekwondo-Erfahrung hast oder Kampfsport-Erfahrung hast, bleib da dabei. Du wirst hier gleichzeitig Übungen lernen und dich entsprechend körperlich betätigen. Heutiges Thema Oberkörper. Wir beginnen mit einem kurzen Warm-up. Hampelmänner. Beine vor zurück. Immer schön in Bewegung bleiben. Achte bei den Hampelmännern drauf, dass du oben die Hände wirklich auch berührst und unten die Oberschenkel berührst. Wir kreuzen jetzt die Füße. Bringen unseren Puls nach oben. Unser Herz fängt intensiver an zu schlagen. Blutzirkulation erhöht sich. Bei der nächsten Übung gehen wir ein bisschen in die Knie, ganz leicht, und berühren immer unsere Fußspitze. Und drehen dabei die andere Hand mit nach oben. Wir schauen auch mit den Augen nach. Also wir schauen immer auf die Fingerspitze und drehen. Okay, nächste Übung, über Kopf ziehen. Also wir wärmen hauptsächlich den Oberkörper auf, aber auch die Beine. Schön über Kopf ziehen. Okay, wir beginnen mit der ersten Übung. Ich zeige die Übung immer spiegelverkehrt. Geh bitte mit deinem rechten Bein nach vorne, mach einen langen Schritt. Das hintere Bein ist gestreckt. Das vordere Bein ist abgewinkelt. Nimm deine rechte Hand hinters Ohr und führe jetzt einfach mal nur den Arm knapp über deinen Oberschenkel. Die Gegenbewegung, die linke Hand, führe hier immer zurück zur Hüfte. Die Übung wird gleichzeitig ausgeführt. Wir machen das jetzt 30 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bleib dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein vorne. Linke Hand oben. Gegenbewegung. Gleichzeitig ausgeführt. Machen wir zuerst eine Trockenübung. Knapp über den Oberschenkel, hinterm Ohr ausholen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei der nächsten Übung werden wir jetzt 2 Minuten ohne Pause, immer im Wechsel, diesen Tiefblock ausführen. Wir werden langsam starten, damit du von der Koordination reinkommst. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4. Bleib dran. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kontrollieren wir nochmal kurz. Linker Fuß, linke Hand. Rechter Fuß, rechte Hand. Und wir haben schon die Hälfte. 1, 2, 3, 4, Uhr bitte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bleib dran. 8, 9, 10. Wir haben noch 40 Sekunden. Wir beschleunigen jetzt die Geschwindigkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, bleib dran. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hinterm Ohr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch 10 Sekunden. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 0. Auf der Stelle lockern. Du merkst, man kommt da schon ordentlich in Schwung. Okay, während du deinen Puls noch nach unten bringst, werden wir gleich zur zweiten Technik übergehen, dem sogenannten Mitteblock. Geh dazu links zurück, bilde ein L mit den Füßen, schau, dass beide Knie abgewinkelt sind. Gewicht ist auf dem hinteren Bein, in dem Fall mehr auf deinem linken Bein. Und jetzt nehmen wir die rechte Hand von unten und machen hier langsam mal nur mit dem rechten Arm diese Bewegung. Also wir drehen den Arm auf Augenhöhe. Die Faust ist geschlossen. Und die Gegenbewegung wird zur Hüfte geführt. Ellbogen mehr hinter dem Körper. Wir machen das wieder 30 Mal. 1, 2 und tief stehen. 3, 4 und tief. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Wir wechseln auf die andere Seite. Achte genau auf deine Fußstellung. Füße bilden ein L. Linker Fuß ist vorne. Ich mache spiegelverkehrt, nicht vergessen. Linke Hand ist unten. Trockenbewegung vom Bauch auf Augenhöhe. Rechte Hand oben, linke Hand unten mit Gegenbewegung. Wir machen es wieder 30 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tief stehen. 8, 9, 10. Rücken gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Okay, wir bleiben gleich in dieser Position und wechseln jetzt 2 Minuten lang immer in diese Mittelblockstellung. Okay, wir starten und los geht's. 1, 2, 3, immer von unten blocken. 4, tiefe Stellung. Schön tief stehen, von unten, von unten, von unten und dranbleiben. Immer in Bewegung, saubere Technik, tiefer Stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Sprungwechsel. 1, 2, starke Arme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben die Hälfte erreicht. Wir kontrollieren nochmal.
Augenhöhe, Gegenbewegung, tief, Rücken gerade. Wechsel, selbes Spiel. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut, weiter. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dranbleiben. Eins, noch 20 Sekunden. Nicht nachlassen. Tief weiter atmen durch die Nase, wenn es geht. Sonst ruhig auch schon den Mund dazu nehmen. Je nach Fitness. Und wir haben noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder auslockern, ausschütteln, in Bewegung bleiben, lockeres Springen, Nase tief ein- und ausatmen. Und während du noch deinen Puls nach unten bringst, erkläre ich schon die nächste Übung. Wir hatten jetzt einen tiefen Block, einen mittleren Block und als nächstes kommt ein Block nach oben. Stell dich wieder hin, rechtes Bein vorne, rechte Hand, Gegenbewegung, weißt du schon. Ja. Und jetzt nach oben ziehen, Gegenbewegung zur Hüfte. Wieder ausholen, hoch. Ellbogen maximal nach oben strecken, Unterarm leicht abgewinkelt. Hier kein Knick, ganz gerade bitte. Okay, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir machen 30 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und 10. So, wir wechseln auf die andere Seite. Linker Fuß, linker Arm, Ellbogen maximal hoch, abgeschrägt, Gegenbewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, je besser du es natürlich ausführen kannst, umso intensiver ist das Ganze. Darum mach diese Workouts ruhig auch öfters, nicht nur einmal. Okay, wir springen nochmal ganz locker und beginnen mit der nächsten Übung. Und zwar, wir wechseln jetzt immer den Hochblock wieder 2 Minuten lang, also auf Kondition. Achte drauf, hinteres Bein gestreckt lassen, vorne beugen. Okay? Trainier auch deine Beine hier mit, auch wenn es ein Oberkörpertraining ist. Wir starten, rechte Hand. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und weiter geht's. 1, nicht nachlassen. Schonung ist keine Lösung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von nichts kommt nichts. Und dranbleiben. Und hochziehen. Schön nach oben, Ellbogen maximal hochgezogen. Schritte lang. Wir haben die Hälfte gleich geschafft. Und nochmal stehen bleiben, nochmal kontrollieren. Hinten strecken, vorne beugen. Ellbogen maximal hoch. Gegenzug, Haltung gerade. Und wir starten nochmal durch. Die letzten 45 Sekunden. Schön dranbleiben. Saubere Ausführung.
jeder so gut er kann, nicht nachlassen, entwickelt euren Körper, eure Energie, kontrolliert euren Geist, der bestimmt, ob ihr weitermacht oder ob ihr nachlasst. Wir haben noch 15 Sekunden und wir waren schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und fertig. Super durchgehalten, lockeres Springen und wieder Nase atmen. So, noch eine komplexere Übung von der Koordination. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Und zwar, wir kombinieren jetzt diese drei Blocktechniken. Stell dich bitte hin, rechte Arm ist aktiv. Einmal Block unten, einmal Block Mitte, einmal Block oben. Okay? Fußstellung ist bei Block unten und Block oben gleich. Bei Block Mitte geht das Gewicht nach hinten. Okay, nochmal, Gewicht ist vorne. Gewicht ist hinten, Gewicht ist vorne, Gewicht ist vorne, Gewicht ist hinten, Gewicht ist vorne. Vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne. Achtung, wir wechseln. Vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne, vorne, hinten, vorne. Und zum Abschluss der Blocktechniken jetzt mit Wechsel. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben, unten, Mitte, oben, unten, Mitte, oben. Okay, und schön durchlockern. Wir beginnen jetzt gleich mit einer ganz tollen Übung, und zwar mit der sogenannten Kampfstellung. Ich erkläre dir erstmal ganz genau, wie die funktioniert. Stell dich mit geschlossener Fußhaltung hin und nimm mal den rechten Fuß zurück. Okay, nochmal. Stehen, rechter Fuß zurück. Linker Fuß zurück. Okay, stehen. Rechter Fuß zurück. Und zwar, wir bilden wieder das L mit den Füßen. Und wieder vor. Links zurück. Und wieder vor. Rechts zurück. Und wieder vor. Links zurück. Stopp. Linke Hand schützt den Solarplexus. So. Mit dem Unterarm. Okay, nicht mit der Faust schützen, mit dem Unterarm. Die rechte Hand auf Augenhöhe. Ähnlich wie beim Block vorher, nur dass die Handfläche nach vorne zeigt. Das ist unsere sogenannte Kampfstellung. Schließen, rechts zurück, Kampfposition, Unterarm, Augenhöhe und links zurück, Kampfposition. Und rechts zurück, Kampfposition und links zurück, Kampfposition. Okay, wir gehen gemeinsam 10-mal rechts zurück. 1. Richtig ausholen, Block. 2. Ausholen, Block. 3. Ausholen, Block. 4. Und 5 mit Dynamik. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Achtung, andere Seite. Ausholen. 1. Und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Okay, jetzt wieder 2 Minuten. 2 Minuten immer im Wechsel. Okay?
Bist du bereit? Wir stellen uns hin. Kampfposition tief. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dranbleiben. Immer am Ende am meisten Energie aufwenden. Bei der Endbewegung, bei den letzten Zentimetern nochmal die Position der Arme beschleunigen. Und tief stehen bei der Übung. Nicht nachlassen. Letzte intensive Übung in diesem Taekwondo Intense Workout für Oberkörper und Herzkreislauf. Und wir sind gleich in wenigen Sekunden bei der Hälfte angelangt. Dann machen wir nochmal eine Technikkorrektur. Nochmal ausholen Block. Unterarm, Solarplexus, Augenhöhe. Okay, Wechsel. Hier mal ein bisschen ausholen und dann einrasten. Okay, Solarplexus, Augenhöhe. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt zweimal schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Und dranbleiben. Tief atmen. Links, rechts, Blocks nach vorne bringen. Wir haben noch 10 Sekunden. Noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und sehr gut gemacht. Bravo. Auf der Stelle springen. Nase atmen. Hier bitte nicht stoppen, in Bewegung bleiben. Leichtes Ausschütteln. Tiefe Atmung. Okay, was haben wir gelernt heute? Wir haben gelernt den Tiefblock. Wir haben gelernt die Verteidigung mittig, also Hals und Gesicht. Und falls ein Angriff von oben kommt, den Hochblock. Das auf beiden Seiten, ja, damit sich das vom Gehirn her auch entsprechend gut entwickelt. Und wir hatten noch die sogenannte Kampfposition. Bei dem nächsten Workout geht es wieder um die Blocks. Freue mich riesig auf euch. Bis bald, euer Großmeister Dr. Andreas Held.